Du hast gerade deine Schullaufbahn beendet und möchtest, bevor du mit deinem Studium oder deiner Ausbildung beginnst, erst einmal ins Ausland? Dann ist jetzt der perfekte Moment für dein Auslandsjahr. Lissy ist nach dem Abitur für 12 Monate in die Niederlande gegangen und möchte diese Erfahrung auf keinen Fall missen. Hallo, hast du schon mal überlegt, für eine Weile ins Ausland zu gehen? Ich bin Lissy und habe 2016 und 2017 einen europäischen Freiwilligendienst in den Niederlanden gemacht. Von dieser Entscheidung profitiere ich noch heute. Ich möchte dir zeigen, wie auch du ins Abenteuer starten kannst. Für junge Menschen gibt es viele Möglichkeiten, eine Tätigkeit im Ausland auszuüben, ohne dafür bezahlen zu müssen. Zum Beispiel den europäischen Freiwilligendienst. Man arbeitet dabei in einem Projekt im Ausland zwischen 2 und 12 Monaten mit. Unterkunft, Taschengeld, Verpflegung und Reisekosten werden übernommen. Ich habe mich in der 11. Klasse mit Freiwilligendiensten beschäftigt und wusste schnell, dass ich das auch machen möchte. Der Europäische Freiwilligendienst wird im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps von der EU bezahlt. Wenn man Lust hat, so einen Dienst zu leisten, kann man sich auf dem Europäischen Jugendportal über die teilnehmenden Länder und Projekte informieren. Man sucht sich eine Entsenderorganisation in seiner Nähe, die bei der Vorbereitung des Dienstes hilft und den organisatorischen Ablauf begleitet. Hier in Erfurt ist das beispielsweise die Naturfreunde-Jugend Thüringen. Etwa ein Jahr vor Dienstbeginn sollte man eine Aufnahmeorganisation suchen, die das Projekt vor Ort betreut. Ich persönlich habe mich auf einer Auslandsmesse der Bundesagentur für Arbeit umgesehen und auf dieser Messe meine Entsendeorganisation und meine Aufnahmeorganisation gleichzeitig gefunden. Für das Bewerbungsverfahren gibt es keine einheitlichen Regeln. Man muss keine Qualifikation oder Vorkenntnisse mitbringen, außer zwischen 18 und 30 Jahren alt zu sein. Freiwilligendienste sind sehr vielfältig. Du kannst zum Beispiel in Schulen oder Kindergärten arbeiten, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in Museen, Seniorenheimen, Jugendzentren und so weiter. Mein Projekt in den Niederlanden war eine Jugendbegegnungsstätte. Sie gehört zum Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und junge Menschen lernen dort etwas über die deutsch-niederländische Geschichte und den Zweiten Weltkrieg. Ziel ist es, aus der Vergangenheit zu lernen und die internationale Verständigung zu fördern. Als Freiwillige habe ich Schulklassen und Jugendgruppen betreut, Vorträge gehalten und Gruppenaktivitäten geleitet. Natürlich gehört zum Dienst auch mehr als das Arbeiten. Die EU möchte von dir, dass du dein Aufnahmeland kennenlernst, viel erlebst und dich weiterentwickelst. Beim On-Arrival-Training lernt man andere Freiwillige aus ganz Europa kennen, die sich auch gerade im Gastland aufhalten. Man kann Freundschaften knüpfen und sich austauschen. Im Laufe des Jahres haben wir Freiwilligen uns oft gegenseitig besucht, niederländische Feste gefeiert und Konzerte und Festivals genossen. In meiner Freizeit habe ich die Niederlande mit dem Rad erkundet und Windmühlenfotos gesammelt. Auch mit der Bahn war ich viel im Land unterwegs und habe mein Auslandsjahr gut genutzt, um schöne Orte zu entdecken. Ich habe im Dienst sehr viel gelernt, spreche jetzt gut Niederländisch und bin selbstständiger geworden. Ich stehe immer noch in guten Kontakt zu meinen ehemaligen Kollegen und bin in den letzten Jahren regelmäßig zu Besuch gefahren. Bei Bewerbungen ist der Dienst immer ein gern angesprochenes Highlight im Lebenslauf. Auch mein Studium der internationalen Beziehungen habe ich dem Dienst zu verdanken. Ich weiß, was es bedeutet, in der Fremde zu sein, sich nicht ausdrücken zu können und wie man damit umgeht. Der Freiwilligendienst ist eine große Bereicherung mit vielen Herausforderungen. Ich meistere sie mit der typisch niederländischen Gelassenheit, getreu dem Motto, het komt wel goed. Das wird schon.